Zink und Kupfer, genau, das wird zum Messing. Eisen und Kohle wird zu Stahl und daraus kann ich Motoren bauen. Vom Stapel gelaufen. Alles klar. Gut, das heißt, ich lade mir mal hier den Bug mit. Den Bug, den Rumpf. Lade ich mir mal hier mit Ziegeln voll. Stahlträger brauche ich auch, so ein verdammter Mist. Okay, der Klebe, der kommt eigentlich hier oben. Da hole ich mir mal Stahlträger, weil hier unten die Stahlträger, die brauche ich für meine zweite Anlegestelle. Ganz schön knifflig im Moment. Meine Stahlproduktion ist halt voll am Arsch. Das Schöne ist, Kleider und Schnaps wachsen wieder. Einigermaßen. Und Rum wächst. Wenn ich über die 20 komme, habe ich es wahrscheinlich geschafft, meine Rumproduktion wieder in die Gänge zu bringen. Gulasch brauche ich aber auch noch. Ihr habt hier ein volles Lager. Ihr habt hier ein volles Lager, weil die Gulaschproduktion hier ist, oder? Die hatte ich doch hier oben. Ja, hier oben habe ich es hingestellt. Genau, da brauche ich Fleisch und Paprika. Warum funktioniert das nicht? Bin ich so heftig in der Überproduktion mit Paprika? Zwischenprodukte. Okay. Dann kopiere ich mir mal eben einmal Gulasch. Noch ein Lagerhaus. Hier, du kriegst auch mal ein Upgrade. So. Gulasch wird jetzt überproduziert. Konsumgüter? Konserven. Warum sinken meine Konserven? Liefer ich die? Ich liefer die hier runter, oder? Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Nee. Doch. Doch, ich liefer hier Gulasch runter. Gott hat Fehlende Waren. wenigstens Lehm um die Ja, das holt er sich ja jetzt zum Glück ab. Dann kann ich noch eine Großküche hinstellen. Die Waren holt ihr euch auch ab. So, Gulaschproduktion ist top. Na, da brauche ich ein bisschen. Okay, was gibt es hier? Kalikos Halsabschneider entern ein Handelsschiff. Eine wehrlose Handelsbrig wird von abscheulichen Piraten geplündert. Der Kapitän der Brig hat viele Freunde in ihrer Mannschaft, die bereit sind, für seine Rettung ihr Leben zu geben. Die Piraten unterstehen Calico Roberts, dem letzten grausamen Piraten. Doch es dämmert und sie haben ihr Schiff nicht bemerkt. Das Schiff entern. 10% Erfolgschance. Belohnung entdeckt. Nice. Die tapfere Mannschaft triumphiert. Blitzschnell stürmt sie an Bord und überrascht die verdutzten Piraten, bevor sie mit ihren Donnerbüchsen niederschießt. Die restlichen Piraten strecken ihre Waffen und die Kaufleute können endlich ihr Versteck verlassen. Das verdient eine Belohnung, jubeln sie und überreichen ihnen einen großzügigen Anteil an der geborgenen Beute. Mein Problem ist nur, es ist zwischen Produkt Luxusbedürfnis. Scheiß drauf. Schade, aber mein Schiff ist voll. Oh, ich mache viel Geld. Oh, ich habe viel Geld. Dann fahre ich mal hier runter. Was habe ich? Ach nein, die Produktionen. Ja gut, dann kann ich mir auch das Schiff hier vollladen. Baumaterial. So, nimm mit. Und dann hier die Insel besetzen. Da oben. Okay,
Von dir will ich mir jetzt mal... ein paar Stahlträger kaufen. Ich habe ja das Geld. Was hast du für Items? Komm, das kann ich mir auch noch kaufen. Ich kaufe mir jetzt Items, die für Abenteuer nützlich sind. So. Sind ja alles Clipper hier. Ich hätte gern Kriegsschiffe. So. Oh, ich mir mal ein paar Handwerker wieder ins Haus. Und dann heißt es mal ein bisschen abwarten. Ach, da können wir ja währenddessen mal hier wieder rüberschauen. Wie glücklich seid ihr? Euch fehlt Wurst. Kann ich eigentlich... auch hier mit reinmachen. Konsumgüter. Annehmen. So. Okay, ich guck da mal. Ich habe keinen Schnaps und keine Kleidung. Okay, die Grundproduktion muss ich ja wohl doch eröffnen. Bauern. Blaupausenmodus anmachen, nicht vergessen. Und dann hier schön den überschüssigen Platz der Holzfällerhütten auffüllen. Jetzt ist sie zwar ein bisschen eingeschränkt, aber es macht nichts. Und auch hier schön da durchschneiden. Ein bisschen einschränken kann man die, das macht denen nichts. Gut, und dann. Ups. Links und rechts eine Schnapsfabrik. Und noch eine Feuerwache. Ah, komm, setze ich auch mal zwei. Sicher ist sicher. Ich meine, ich hab's ja. Fisch. Fisch gibt es nicht genug. So. Okay, dann haben wir auch das. Shit. Wimper im Auge. Okay. Schnaps habe ich jetzt. Kann ich Weizen anbauen? Ich kann hier Weizen anbauen. Das ist richtig gut. So. Und jetzt kommt wieder richtiges Metagame. Also. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Und eins. Shit. Und versemmelt.
1, 2, 3. So. 1, 2, 3. Zack. Okay, Position 1. Dann brauche ich Weizen. Damit zimmer ich hier hinten schön die Gegend zu. Ups. Ach, Käse. Da war mir jetzt noch ein Stück Straße im Weg. Na? So, ich ziehe das hier jetzt so ein. Weil ich hier später auch noch Traktoren setzen will. So. Und dann soll da Platz für die Traktoren sein. Okay. Wie geht's? Also dazu brauchen die erstmal ein Upgrade, stimmt. Okay. Admiral, Admiral. Gut, gib ihr den. Ein Riss im Schiffsrumpf. Wasser im Rumpf. Das überladene Schiff kann die große Lieferung in seinem Bauch nicht mehr tragen. Eine Reihe kräftiger Wellen schleudert die Kisten im Rumpf umher und bringt ihn bald zum Bersten. Dort, wo die Ladung die Schiffswand getroffen hat, bilden sich Risse, durch die nach und nach immer mehr Wasser in den Laderaum dringt. Geschick habe ich nicht. Ich hoffe, Sie sind erfinderisch. Diese Pumpe ist ein Witz. Verdammt. Ja, dann muss ich Waren über Bord werfen. Na gut, 20 Tonnen Brot. Verdammt! Habe ich gerade komplett meine Seife verloren? Ich hoffe nicht. So, Konsumgüter. Ich bin weit drüber hier. Shit. Ja, dir fehlen noch die Waren, das weiß ich. Wenn du sie nicht brauchst, ich sie ja, mach ruhig. Wollen wir mal nicht so sein heute. Willy Wibbles Dock im Arsch. Kann ich hier wegreißen. Jetzt ist meine Hoffnung, dass ich hier hinten in die Ecke auch noch eine Kartoffelfarm gequetscht kriege. Aber ich bezweifle es sehr stark. 48 Felder sind da nur belegt. Das ist Mist. Dann versuche ich so gut wie möglich hier unten die Felder auszunutzen. Dass ich hier oben vielleicht noch irgendwie was reingequetscht kriege. So, kopieren. Einfügen.
schlingern ins Ungewisse. Könnt ihr einmal vernünftig fahren? So, zack. Was gibt es jetzt? Eindringlinge! Wurfgeschoss aus dem Hinterhalt. Diese auf keiner Karte verzeichnete Region des großen Waldes ist die Heimat eines eingeborenen Volkes, das unter allen Umständen verhindern will, dass feindselige Eindringlinge ihr Gebiet betreten. Plötzlich greift ein Mann sich an die Schulter, in der auf einmal ein gefiederter Pfeil steckt, der wie aus dem Nichts kam. Möchten Sie sich verstecken, kämpfen oder, falls alle Stricke reißen, fliehen? Angreifen. Es bedarf eine Menge Beruhigung, bevor ihre Männer in den Wald ausschwärmen. Ein dumpfer Schlag ist zu vernehmen. Einer der Pfeilbläser wurde mit dem Kolben eines Gewehrs niedergeschreckt. Rundherum ertönen Pfiffe, die zum Rückzug blasen und ihren Männern die Möglichkeit geben, die 2 Meter langen Blasrohre zu untersuchen. Vielleicht haben sie sich ja nur zurückgezogen, weil sie glauben, schon genug Schaden angerichtet zu haben. Jedenfalls beginnen diejenigen, die getroffen wurden, schwer zu keuchen und brechen schließlich zusammen. Die Pfeilspitzen sind in Gift getränkt. Identifizieren. Der Arzt ist für seine schnelle Auffassungsgabe bekannt. Eisenhut von den Hängen oberhalb sprudelt es aus ihm heraus. Eigentlich tödlich, aber bei Jupiter, ich habe eine Idee. Er rührt ein außergewöhnliches Gegengift zusammen. Ein Trank aus tödlichen Nachtschattengewächsen, dessen Wirkung bemerkenswert ist. Frag mich nicht warum, aber es hat gewirkt, jubelt der Arzt, während sich die Opfer der vergifteten Pfeile langsam erholen. Ihre Expedition markiert das Gebiet auf der Karte aus anthropologischen Gründen, bevor sie es weiträumig umgeht. Wunderbar. So, dann schauen wir mal wieder, wo mein Päckchen bleibt. Ich finde diese Angabe bei Amazon auch mal so toll. Zustellung bis 22 Uhr. Oh. So, erstmal hier einen Sticker zurückschicken. Nee, war kein Sticker, es war ein GIF. Aber es ist fast dasselbe. Gibt ja auch animierte Sticker. Letztendlich ist da dann irgendwo auch kein großer Unterschied mehr. Oh, die hat gelitten, die archäologische Expedition. So, wie sieht's jetzt hier mit der Versorgung aus? Ey, ich komme mit der Wollproduktion nicht hinterher, ne? Mit der Kleiderproduktion, so. Wolle dürfte ich sogar genug haben. Okay. Kuh. Landwirtschaftliche Produkte. Wolle habe ich immer noch nicht genug. Okay. Mache ich gleich noch auf. Konsumgüter, Kleidung. Okay. Kleidung funktioniert aber. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Du. Zick. Shift und U. Und dann werden alle upgraded. Ich habe nur noch ein Problem. Das geht nämlich immer noch nicht auf. So, so. Denn... Oh, so ein Käse. Das macht die Sache jetzt sehr unelegant. Stelle ich jetzt die Kartoffelproduktion hin.